jeder Mensch, der hier heute sitzt und auch jeder andere Mensch, und darüber müssen wir uns bewusst sein, wird irgendwann sterben. Allah sagt im Koran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurukum yawm al-qiyamah. Jede Seele wird den Tod kosten. Und dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag zubekommen. فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسَ. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und im Paradiesgarten hineingeht, der hat wahrlich gewonnen. Der hat Erfolg gehabt. Das ist der wahre Erfolg. Deswegen müssen wir als Gläubige uns immer wieder daran erinnern, dass der einzige wahre Erfolg es ist, am jüngsten Tag, wenn getrennt wird, Yomul Fasl, wenn getrennt wird zwischen Alul Jannah und Alul Nar, zwischen den Leuten, die ins Paradies gehen, die Leute in die Hölle gehen, dass man an diesem Tag in das Paradies geht. Das ist der einzige Erfolg. Das ist der einzige Erfolg. Egal wie reich du gewesen bist, egal wie viel Geld du gehabt hast, egal was du in deinem Leben erreicht hast, ob du Olympiasieger warst, Weltmeister aller Klassen oder was weiß ich, egal was, wenn du am jüngsten Tag in die Hölle gehst, hast du verloren. Und der Prophet Muhammad, der sagt ganz klar in einem Hadith, sinngemäß, dass am jüngsten Tag einer, der Erfolg gehabt hat, in die Hölle gesteckt wird, für einen kurzen Moment, und rausgeholt wird. Und er wird gefragt, hast du je etwas Gutes erlebt? Er wird alles, wird ihm entgangen sein. Weil was? Inna aish aishul akhira. Das wahre Leben, das einzige wahre Leben, ist das Leben vom Jenseits. Und was haben die Salaf gesagt? Die Salaf haben gesagt, einige von Salaf haben gesagt, die Menschen sind am Schlafen und wenn sie sterben, dann erwachen sie. Dann wird das böse Erwachen kommen. Stell dir vor, am jüngsten Tag, es wird in das Horn geblasen. Und es wird in das Horn geblasen. فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Dann werden sie aus ihren Gräbern hervorkommen, zu ihrem Herrn eilend. Was sagen die? قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Weh uns! Wer hat uns von unseren Schlafgemächern aufgewacht, auferweckt? هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Dies ist, was der Allerbarmer versprochen hat, und die Gesandten haben die Wahrheit gesprochen. Und die Gesandten haben die Wahrheit gesprochen. Da wird er stehen. Und die Hölle wird nahegebracht werden. Und was wird passieren an diesem Tag? Du musst dir vorstellen, die Hölle wird gebracht, 70.000 Zügel, und jeder Zügel wird von 70.000 riesengroßen Malaika herangezogen. Und wenn an diesem Tag von dem, mit dem das Jahannam, die Hölle herangebracht wird, die werden die zu sehen bekommen. An diesem Tag wird der Mujrim, der Verbrecher, der sich von den Gesetzen Allahs abgewandt hat, der sich vom Koran und von der Sunna abgewandt hat, der diese Religion nicht praktiziert hat, der den Iman verweigert hat, was wird der wünschen? Yawaddu. Das heißt, der will die Hoffnung haben, der würde sich wünschen, und dieser Wunsch basiert nicht auf wahre Hoffnung, er würde sich wünschen, er könnte sich an diesem Tag mit seinen Kindern loskaufen, vor der Strafe in der Hölle. Vor der Strafe in der Hölle mit seinen Kindern loskaufen. Schau dir deine Kinder an. Jeder Mensch soll sich seine Kinder anschauen. Und an diesem Tag, der wird sagen, nein, ich kann diese Strafe nicht tragen. Lieber meine Kinder, Ewigkeit verloren. Kannst du dir das vorstellen? Die Ewigkeit. Die Ewigkeit verloren. Der wird dich loskaufen wollen mit seinen Kindern. Und seine Frau und sein Bruder. Und später sagt Allah, und seine ganze Sippe. Und alle, die auf der Erde sind. Alle, die auf der Erde sind. Der sagt nur, Nefsi, Nefsi. Meine Seele. Stell dir das bildlich vor. Und ich gebe euch einen Tipp. Wirklich ohne Quatsch. Für jeden Muslim, der diese Nasiha von mir hört.
Geh mal, wenn du beim nächsten Mal am Kochen bist, wenn du beim nächsten Mal am Kochen bist, guck mal in den Backofen rein. Guck mal beim nächsten Mal rein, wenn du am Kochen bist. Wenn du am Braten bist, schau mal in die Bratpfanne rein, schau mal in den Backofen rein. Stell dir vor, du kommst in so eine riesengroße Bratpfanne rein. Stell dir mal vor, du kommst da nicht. Aber das Schlimmste daran ist, stell dir mal vor, da kommst du nie mehr raus. Und guck mal, alles, was die Menschen sich wünschen im Diesseits, um sich zu retten, bei Hitze, was ist das im Jenseits? Wenn es heiß ist, was versuchen wir zu kriegen? Erstmal, man versucht was? Zum Beispiel einen Wind zu bekommen. Einen Wind. Was sagt Allah über den Wind in der Hölle? Die werden ein Glutwind sein. Der Wind dort, das ist Glutwind. Das Wasser wird was wird das sein? Wir wissen, abkühlen, wir wollen uns mit Wasser abkühlen. Was ist das Wasser zum Abkühlen in der Hölle? Wahamim, kochend heißes Wasser. Stell dir das kochend heiße Wasser vor, du schützt dir das um den Kopf. Und Hölle ist noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer, unvergleichlich. Das heißeste Feuer auf der Welt, da die Hölle, das Höllenfeuer ist 70 mal heißer. Schwarz, sagt man. Stell dir mal vor, ein Vulkan. Nicht irgendwie der Backofen, was weiß ich, wie viel Grad da drin sind. Stell dir vor, ein Vulkan, 70 mal heißer. Und der Mensch wird so groß, dass er diese Strafe doppelt schmeckt. Und jedes Mal, wenn die Haut weg ist, kommt die Haut nochmal neu. Jedes Mal, wenn die Haut weg ist, kommt die Haut nochmal neu. Der Schrecken ist so schlimm. Guck mal, was Allah sagt im Koran. Allah sagt im Koran, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجَلُوا الْوِلْدَانِ شِيبَ. Wie wollt ihr sein? Wie wollt ihr euch hüten sozusagen? Oder dieser Strafe entkommen an dem Tag, wo ein Junge weiße Haare bekommt. Von dem Schrecken, der dort ist. Weiße Haare. So schlimm. Warum wird dieses Beispiel gewählt? Wie willst du sein an dem Tag? Wie willst du dich also hüten vor der Strafe, wenn du ungläubig warst, an einem Tag, wo ein Kind, kleiner Junge, weiße Haare kriegt von den Schrecken. Wenn der kleine Junge schon den Schrecken bekommt, und weiße Haare, wie ist es mit dir? Wenn du ungläubig warst, und was ist denn mit uns, die ganzen Tag Sünden gemacht haben? Das heißt, es ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Schatten? Was sucht man noch auf, wenn es einem heiß ist? Schatten. Was ist der Schatten? Und Schatten aus Rauch, schwarzem Rauch. Das ist die Hölle. Doch dazu gibt es Essen, Trinken und so weiter, unvorstellbar. Jetzt das Gegenteil davon, das Paradies. Unvorstellbar. Egal, was du im Diesseits gehabt hast. Achi, das ist der kleinste Mann im Paradies. Achi, der kriegt von der Quantität so viel wie 10-mal die ganze Erde. Der als letztes aus der Hölle kommt. 10-mal die ganze Erde, von der Quantität her. Und noch mehr. Allahu alam. Was ist erst mit demjenigen, der vorher aus der Hölle rauskommt? Von der Qualität her, sagt der Prophet a.s., der Platz von einem Bogen im Jannah ist besser als die ganze Welt und was auf ihr ist. Von der Qualität her. Von der Reinheit her, alles im Jenseits ist rein. Egal, was du dir wünschst, du wirst es kriegen. Es wird dort kein Gefühl geben von Schlechtigkeit. Es ist ewige Glückseligkeit. Das heißt, wenn du hier glücklich bist, dort ist das Gefühl viel intensiver. Das heißt, jeder Mensch muss sich darüber Gedanken machen, warum erwähnen wir das, Brüder und Schwestern? Warum erwähnen wir das am Anfang? Wir erwähnen das, weil wir diese Ermahnung selber brauchen. Ich brauche die selber. Ich brauche die selber, um uns zu erinnern, was das Ziel ist. Denn glaubt es mir, Brüder und Schwestern, ich bin 31 Jahre alt jetzt, ja? Jetzt 2009, jetzt bin ich 31 Jahre alt. Aber trotz alledem habe ich in dieser kurzen Zeit, relativ kurzen Zeit, viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Durch den Sport, den ich vorher gemacht habe, durch die Schullaufbahn und so weiter, durch das Studium. Und ich kann nur eins sagen, ein Mensch, der kein Ziel hat, erreicht nie etwas. Deswegen muss man sich immer wieder das Ziel vor Augen führen. Und wenn man sich den Koran anschaut,
Liebe Brüder und Schwestern, wenn man sich den Koran anschaut, sieht man, dass fast auf jeder Seite immer wieder auf das Ziel hingewiesen wird. Denn du siehst fast auf jeder Seite, dass das Paradies und die Hölle erwähnt wird. Und das zeigt uns, dass wir uns immer wieder und jeden Tag an dieses Ziel erinnern müssen. Jemand, der sein Ziel nicht verinnerlicht, der wird scheitern. Und glaubt es mir, der Tag wird kommen. Der Mensch wird sterben. Brüder und Schwestern, es geht schneller, als wir glauben. Es geht schneller, als du denkst. Ich bin 31 Jahre alt jetzt. Wisst ihr, damals, als die Fußballweltmeisterschaft 1990 war, wo Deutschland Weltmeister geworden ist, da war ich 11 oder 12 Jahre alt. Da habe ich gedacht, als ich damals 11 oder 12 Jahre alt war, davor ist Deutschland 1974 Weltmeister geworden, also ungefähr 16 Jahre vorher. Franz Beckenbauer war damals der Mannschaftskapitän 1974 und 1990 war er der Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Es war für mich im Jahre 1990, als man mir gesagt hat, oh, vor 16 Jahren war Deutschland Fußballweltmeister, das kam mir vor wie eine Ewigkeit. Plötzlich 16 Jahre später, im Jahre 2006, ist wieder Fußballweltmeisterschaft. In welchem Land? In Deutschland. Und die deutsche Nationalmannschaft spielt dort. Und Jürgen Klinsmann ist plötzlich Trainer, der vorher noch im Jahre 1990 der Stürmer gewesen ist. Und diese Zeit, wo ich vorher gedacht habe, von 1974 zu 1990, weil ich bin 1978 geboren, kam mir wie eine Ewigkeit vor, wie ein langer Zeitraum. Auf einmal, pum, derselbe Zeitraum ist wieder vergangen und das ging wie die Feuerwehr. Das heißt, das Leben, umso älter du wirst, umso schneller vergeht das Leben. Du kannst gar nicht so schnell gucken. Du bist 30 geworden, auf einmal bist du schon wieder 40. Und das ist das, Leute, das Leben, liebe Brüder und Schwestern, das Leben geht schnell vorbei. Das ist eine Probe. Du hast nur einmal die Chance. Wo willst du morgen sein? Achi, Schwester, Bruder, vielleicht ist morgen dein letzter Tag. Das heißt, wie willst du morgen vor Gott stehen? So musst du glauben. Deswegen, was wird im Hadith erwähnt? فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ أَوْ كَمَا قَالَ. Wenn du den Morgen erreicht hast, erwarte nicht den Abend. Und wenn du den Abend erreicht hast, erwarte nicht den Morgen. كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ السَّبِيلِ. Sei in diesseits wie einer, der auf der Reise ist. Oder wie ein Fremder. Wie ein Fremder oder jemand, der auf der Reise ist. Warum? Weil wir wollen hier uns ein Denkmal bauen. Du wirst dir kein Denkmal bauen. Morgen kann sich kein Mensch mehr an dich erinnern. Schau dir mal an, wie viele Leute waren der Star. Heute sind sie, heute fängt man an zu weinen. In ein paar Jahren sind sie nur noch ein Name im Register. Michael Jackson. Wisst ihr, warum so viele wegen Michael Jackson geweint haben? Plötzlich waren alle traurig. Sogar ich war irgendwie ein bisschen traurig. Wisst ihr das? Nicht, weil ich Michael Jackson geliebt habe oder so. Wisst ihr, warum? Weil man merkt, es ist ein Teil von dir gestorben. Weil das ist deine Jugend, den du kennst. Ja, die ganze Musik, die dort gemacht wird und so weiter. Und da fühlst du irgendwie so ein bisschen, ach boah, ist der gestorben? Ist aber traurig. Also nicht, dass er denkt, ich hätte jetzt rumgeheult oder so. Aber ich meine so irgendwie, das ist so ein komisches Gefühl, weil der war immer da gewesen. Da sind alle am Weinen. In 10 Jahren wird das so sein, dann, ach ja, ja, der ist, war auch mal irgendwie, gab, in 100 Jahren kennt ihn kein Mensch mehr. Da ist das ein Name im Register. Ach ja, heutzutage hat man vielleicht dann die Musik, dann hört man sich schon mal an. Ach, das war früher der Star, hat schon nicht schlecht angehört, wie der Musik gemacht hat. Allahu alam, so wird es vielleicht in 100 Jahren sein. Das heißt, die Zeit vergeht. Achi, wir werden sterben. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir den Erfolg im Diesseits. Wie kriegen wir den Erfolg im Diesseits? Und was hängt im Jenseits vielmehr? Wie gehen wir den richtigen Weg an? Es gibt zwei Bedingungen. Und die sind im Wort La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dran. La ilaha illallah bedeutet La ma'buda bihaqqin illallah. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden außer Allah. Allah ist der Schöpfer, Lenker, Herrscher des Universums. Er ist derjenige, der mit vollkommenen Eigenschaften beschrieben wird. Und deswegen ist er auch der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und die Anbetung hat verschiedene Kategorien.
sei es Schlachten. Wenn wir schlachten für Allah. Wenn wir beten für Allah. Wenn wir Dua machen, wir machen Dua zu Allah. Wir machen keine Dua zu einem, der im Grabe selber liegt und sich selber nicht helfen kann. Wenn wir Tawaf machen, machen wir Tawaf für Allah. Nur für ihn alleine. Denn jede andere gottsdienstliche Tat wird was? Die einem anderen gewidmet ist, wird für Ewigkeit in die Hölle führen. Selbst wenn er 100 Mal Hajj gemacht hat und Ramadan jedes Jahr gefastet hat und jeden Tag Qiyamul Layl gemacht hat, wenn er stirbt und hat Schirk, wird er in die Hölle gehen. Das heißt, du musst lernen, was ist die Sünde, die dich vernichtet. Schau dir an, wie viele Muslime das nicht wissen. In wie vielen islamischen Ländern gibt es Heiligenanbetung, dass Leute zu Gräbern gehen und bitten die Leute, die in den Gräbern sind, um Hilfe. Dass Leute für Leute schlachten, für Gräber schlachten, um Kind zu bekommen. Wer hat die Power? Wer hat die Kraft, dir ein Kind zu geben? Nur Allah. Das muss man wissen. Wie viele Leute gibt es, die zum Wahrsager gehen? Und glauben das, was der Wahrsager sagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man ata kahinen. Ja, wer zu einem Wahrsager geht und glaubt ihm, was er sagt, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Der hat Unglauben begangen gegen dem, über was zu Muhammad gekommen ist. Warum? Weil nur Allah alleine das Verborgene weiß. Wie viele gehen zu Wahrsagern? Wie viele lesen Kaffeesatz? Hier, draußen, geh mal in den Imbiss rein, Glücksbringer. Der Prophet sagt, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Wer einen Glücksbringer anbringt, hat Schirk begangen. Hier ist der Unterschied, es gibt kleinen Schirk, großen Schirk. Wenn er den Glücksbringer anbringt, denkt, durch den Glücksbringer kriegt er die Kraft, ist großer Schirk. Wenn er denkt, Allah gibt ihm durch den Glücksbringer Kraft, ja, dann ist es kleiner Schirk. Wie viele gibt es das? Fahr mal zu Hajj. Da sind Leute, die sich bemühen, die Gutes tun wollen, die machen mehr schlechte Taten als gute Taten. Ach, die gehen mit mehr schlechten Taten zurück als mit guten Taten. Beschimpfung, Bida, von Anfang bis zum Ende. Warum? Lerne die, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Wenn du auf dem richtigen Weg sein musst, dann musst du dem Propheten folgen. Und das ist, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Was bedeutet das, wenn du sagst, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist? Das bedeutet, dass du seine Aussage, das, was er sagt, was wir in den authentischen Hadithen haben, jeder anderen Aussage bevorzugst. Du bevorzugst seine Aussage jeder anderen Aussage gegenüber. Egal, was der Vater sagt, egal, was die Oma sagt, egal, was der Präsident sagt, egal, was die ganze Welt sagt. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, wenn es heißt, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dann spitzt du die Ohren. Was sagt Allah im Koran? Ya ayyuhal ladhina amanu, la tuqaddimu bayna yadayhi Allahi wa rasuli. O ihr, der glaubt, kommt nicht zuvor dem Gesandten Allahs und Allah. Wattakullah. Und fürchtet Allah. Was sagt er danach? La tajharu, also ihr sollt eure Stimmen, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Erhebt eure Stimme nicht über die Stimme des Propheten. La tarfa'u sawtakum fawqa sawti nabi. Subhanallah. Was ist erst, wenn du deine Meinung oder die Meinung von irgendjemandem gegenüber die Meinung und der Aussage des Propheten bevorzugst? Allah sagt im Koran, fala wa rabbika. Allah schwört bei sich selber, aber nein, bei deinem Herrn. La yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Die werden nicht eher glauben, den wahren Glauben haben, bis sie dich zum Urteil nehmen zwischen allem, was unter ihnen strittig ist. Wenn sie dich nehmen, das heißt, wie du betest, wie du fastest, egal was du machst, du musst dem Propheten a.s. folgen. Ansonsten machst du einen großen Fehler. Du musst dich bemühen, diesem Weg des Propheten a.s. zu folgen. Allah sagt im Koran, wa'ati'u Allah wa'ati'u Rasul. Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Wala tubtilu a'malakum. Und macht eure Taten nicht zunichte, indem ihr ihn nicht gehorcht. Also indem ihr nicht gehorcht, steht jetzt nicht darin, das habe ich jetzt gesagt. Macht eure Taten nicht zunichte. Aber wenn du ihn nicht gehorchst,
dann machst du deine Taten eventuell vollkommen zunichte. Das heißt, wir müssen uns bemühen, den richtigen Weg einzuschlagen. Die Religion, dieser Islam, ist nicht nur eine Religion, die wir einmal die Woche in der Moschee am Freitagsgebet praktizieren, sondern es ist ein Menhesh, ein Weg, den wir verinnerlichen für jede Lebenssituation. Brüder und Schwestern, ich habe gestern eine Frage bekommen, ja, wo eine Frau fragt, wegen vier Frauen. Ja. Subhanallah, und ich sage mal, die Schwester, die diese Frage gestellt hat, wenn sie eine Muslimin gewesen ist, ja, dann hat sie wirklich kein Wissen, und ich hoffe, dass sie gestern das akzeptiert hat, was ich gesagt habe. Und dann sagt sie, ja, warum darf der Mann vier Frauen heiraten? Wo ist die Würde, wo ist die Würde der Frau? Ach, wer hat der Frau Würde gegeben, außer der Islam? Islam bedeutet sich Gott ergeben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist erlaubt für den Mann, dann hast du keine Meinung zu haben. Oder zu sagen, ja, das gefällt mir nicht. Es ist etwas anderes. Wir reden jetzt von natürlicher Eifersucht, das ist etwas anderes. Natürliche Eifersucht ist eine normale Sache, die der Mensch hat, die Frau hat, wenn der Mann jetzt beispielsweise eine zweite Frau hat. Aber du kannst nicht sagen, ja, warum? Wo ist die Würde der Frau? Das ist das, was Allah sagt. Oder ist irgendjemand auf die gekommen, warum hat die Frau Wehen, wenn sie das Kind geschoren hat? Hat der Mann keine Wehen zur selben Zeit? Warum habe ich Schmerzen? Warum hat der Mann keine Schmerzen, wenn ich das Kind geschoren habe? Warum habe ich 9 Monate das Kind im Bauch? Warum nicht der Mann? Das ist das, was Allah bestimmt hat. Damit muss man sich abfinden. Wofür lebst du hier? Lebst du, um Bungee-Jumping zu machen oder Fallschirmspringen? Oder zu tanzen? Oder irgendwie Spaß zu haben? Oder blöd rumzuhängen? Das gilt für Männer und Frauen. Nein! Wir leben hier, um Allah zu dienen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ich habe die Menschen und die Jinn nur geschaffen, damit sie mir dienen. Und du dienst ihm, indem du an das glaubst, was er dir herabgesandt hat, indem du das liebst, was er herabgesandt hat. Denn das ist das, was der allmächtige Gott herabgesandt hat. Der weiß, was zu uns am besten ist. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ لَطِيفُ الْخَبِيرُ Weiß derjenige nicht, der erschaffen hat. Und er ist der Milde, der von allem unterrichtet ist. Er weiß, was am besten für den Menschen ist. Und jede Regel hat eine Weisheit. So. Die Frage ist vielleicht für den einen oder anderen, oder für Muslim darf es keine Frage sein, wie können wir es beweisen, dass dies der wahre Weg ist? Und Wallahi, der Islam ist die einzige Religion, die logische Beweise hat für ihre Wahrheit. Logische Beweise für ihre Wahrheit. Schau dir das Leben des Propheten a.s. an. Schau dir seine Wahrhaftigkeit an. Brüder und Schwestern, er war vor dem Islam, war er jemand gewesen, der anerkannt war in seinem Volk, den die Leute geliebt haben. Dann kriegt er die Offenbarung vom allmächtigen Gott. Und was passiert? Sie hassen ihn. Wenn jemand sagt, sie vertreiben ihn, sie boykottieren ihn, er muss Hunger leiden, Mordattentate werden auf ihn verrichtet. Warum? Weil er die Wahrheit sagt. Weil Allah den Diener, den er liebt, den stellt auf die Probe. Subhanallah, ich habe letztens von einer Familie gehört, das musst du mal reinziehen. Eine Familie aus einem bestimmten islamischen Land, die waren vor kurzem alle, der Mann mit Bart, die Tochter mit Hijab und die Mutter mit Hijab. Auf einmal, der Vater hat sich rasiert, alles aufgegeben, kommt nicht mehr ins Gebet, betet nicht mehr, gar nichts. Religion komplett aufgegeben sozusagen. Die Tochter läuft jetzt rum wie von Charlie's Angels oder so, ja, macht einen auf super schön, ja? Super Model macht die einen. Ja? Und wisst ihr, was die gesagt haben? Die haben gesagt, das musst du dir mal vorstellen, also sowas von doof kann eigentlich keiner sein. Also das kann eigentlich nur jemand sein, der vom Islam noch nie was gehört hat. Ja, als wir den Islam praktiziert haben, da wurde auf einmal alles schwer, haben wir viele Probleme bekommen, meinetwegen den Job verloren, dieses Jahr. Was hast du denn gedacht? Der Prophet, a.s., was sagt der? Der sagt, in عظم الجزاء مع عظم البلاء. Der stärkste Lohn kommt mit der stärksten Probe. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ Und Allah, wenn er ein Volk liebt, gibt er ihnen eine Probe. فَمَنْ رَضِيَ لَهُ رِضَا Wer zufrieden ist, der kriegt die Zufriedenheit von Allah.
وَمَنْ سَخِّتَ فَلَوْ سُخْتُ. Und wer Zorn damit hat, der kriegt den Zorn von Allah. Hier, das ist das beste Beispiel. Bist du mehr auf die Probe gestellt worden als der Gesandte Allahs? Seine Freunde sind umgebracht worden. Seine Familie ist angegriffen worden. Seine Frau wurde Unzucht vorgeworfen. Man hat ihn versucht zu steinigen, als er versucht hat, die Menschen zu retten in Taif. Man hat ihn versucht umzubringen in Mekka, als er versucht hat, die Menschen zu retten vor dem Kuffer, vor dem Schirk. Bist du mehr auf die... Er hat 3 Jahre, ist er boykottiert worden, dass er die Blätter vom Baum und die Zweige gegessen hat. Und die Haut, das vom Tier. Bist du so auf die Probe gestellt worden, subhanallah? Weil du auf einmal von Hartz IV gelebt hast, oder wie? Subhanallah, das muss man sich mal vorstellen, unglaublich. Weil du auf einmal von der Sozialhilfe gelebt hast, das war die Probe. Subhanallah, guck mal, kein Verständnis von der Religion. Manche Leute denken, nur weil sie in Ruhe leben, das wäre der richtige Weg. Sie wären auf dem richtigen Weg. Das kann nicht sein. Du musst Gas geben. Du musst dich bemühen für diese Religion. Kommen wir zurück zu dem, zum Thema. Das heißt, wir müssen dem Propheten a.s.w. folgen. In allem, was wir tun. Das akzeptieren, was er sagt. Das tun, was er sagt. Daran glauben, was er sagt. Das ist der wichtige Punkt. Der Prophet, guck mal, wie er gelebt hat und guck mal, dieser Beweis für sein Prophetentum. Guck mal, stell dir mal vor, du willst eine Lüge erfinden und denkst, damit kannst du irgendwas reißen. Stell dir das mal vor. Ein Politiker beispielsweise, der macht eine Lüge, der erzählt denen, ja, wenn wir an die Macht kommen, dann wird alles besser. Und dann kommt er an die Macht. Ja. Was passiert dann? Passiert gar nichts. Der hält nichts ein. Aber stell dir vor, der macht eine Lüge, der wird dann gesteinigt, 3 Jahre boykottiert, die versuchen ihn umzubringen, nach einem Tag sagt er, nee, wir haben doch einen anderen Plan jetzt. Nach einem Tag sagt er, wir haben doch einen anderen Plan. Der Prophet a.s.w. hatte keine Chance. Es sah völlig aussichtslos aus. Und was haben sie zu ihm gesagt? Sie haben zu ihm gesagt, guck mal, gib deine Sache auf, kriegst du von so viel Frauen, wie du willst, ne? So was der Mann so mag, ja, du kriegst Frauen, wie du willst. Wir geben dir die schönsten Frauen aus Mekka. Wir geben dir Geld, so viel, wie du willst. Wir machen dich zum Reichsten, wir machen dich zum Führer. Wir können keine Entscheidung mehr ohne dich machen. Das sagen sie zu ihm nicht, als er am Gewinnen ist, sondern als er am Verlieren ist. Wenn sein Ziel doch gewesen wäre, Reichtum, Geld, Frauen, so wie ihm vorgeworfen würde, was würde er sagen? Super! Ich habe mein Ziel erreicht, alles klar. Her damit. Aber was sagt er? Wenn die mir den Mond, die Sonne in die rechte Hand und den Mond in die linke Hand geben würden, dass ich diese Sache lasse, ich würde sie niemals verlassen. Subhanallah. In Mekka, in Medina, die Araber haben geglaubt, man sagt, der Prophet wollte nur die Massen bewegen, er wollte Macht haben. Ja? In der Zeit... Es gab viele arabische Stämme, es gab viele Leute, die nicht an ihm geglaubt haben. Die Araber haben geglaubt, wenn es eine Sonnenfinsternis gibt, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass ein besonderer Mensch gestorben ist. Subhanallah, jetzt in der Zeit, wo der Prophet a.s.w. nicht stirbt, wo sein Sohn Ibrahim, der Sohn des Propheten Mohammed, der hat einen Sohn, der hieß Ibrahim, gestorben ist, was gab es an dem Tag? Eine Sonnenfinsternis. An dem Tag. Und die Araber haben geglaubt, wenn das passiert, das ist ein Zeichen dafür, dass ein besonderer Mensch gestorben oder geboren wurde. Jetzt. So, wenn der Prophet ein Scharlatan gewesen wäre, was hätte der gesagt? Der hätte gesagt, ha, habt ihr gesehen? Mein Sohn ist gestorben. Sonnenfinster. Hier, bitteschön. Ihr wisst doch, ne? Ihr sagt ja selber, wenn ein besonderer Mensch stirbt, hier, Sonnenfinsternis heute. Mein Sohn ist gestorben, hau Sonnenfinsternis. Wer will ihm das Gegenteil beweisen? Kann ihm irgendeiner das Gegenteil beweisen? Die Sonne ist untergegangen, sein Sohn ist gestorben. Genau das, was die Araber glauben. Aber der Prophet a.s.w. sagt die Wahrheit. Was sagt er? Was sagt er? Inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillah. La yankasifani li mauti ahadim wala li hayya. Sonne und Mond sind 2 Zeichen von den Zeichen Allahs. Und die gehen nicht unter für den Tod oder das Leben von irgendeinem. Punkt. Das heißt, wenn er doch ein Scharlatan gewesen wäre, was hätte er gesagt? Hier, bitteschön.
ihr müsst jetzt alle an mich glauben und mir folgen und mich zum König ernennen, weil mein Sohn ist gestorben. Habt ihr es gesehen? Ansonsten habt ihr ein Problem am Hals. Aber das ist die Wahrheit. Gestern habe ich das Beispiel gebracht. Ein Mann kommt zum Propheten und sagt zu ihm, ey, na Abi, wo ist mein Vater? Sahih Muslim. Der Prophet sagt die Wahrheit. Er sagt, der ist in der Hölle. In der Hölle. Daraufhin ist der Mann wütend, geht weg. Das ist ein Sahih Muslim, der Hadith. Dann ruft der Prophet ihn zurück. Was hätte er gesagt, wenn er ein Scharlatan gewesen wäre? Guck mal, ein Mann, eine Person ist gestorben, der will sich am letzten Zipfel festhalten. Am letzten Strohhalm will er sich festhalten. Was wird der Prophet sagen, wenn er intelligent war und will ihn einfach nur gewinnen? Was würde er sagen? Guck mal, trete in meine Religion ein, gibst du 20 Euro und dann mache ich Dua, dann kommt dein Vater wieder raus aus der Hölle. Ah ja, 20 Euro da, eine Mark. Ich meine, ihr wisst, wie ich das meine. Gib mir etwas Geld und so weiter. So wie heute die ganzen Scharlatane auf der Welt machen. Ja? Wunderheiler, angebliche Wunderheiler. Yeah, kommt vom Himmel und er hat euch gerettet. Ja, diese ganze Show-Spielerei da. Ja? Stehst du? Ja, ist so. Hier. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, ne? Wie man so schön sagt. So, was hat er gesagt? Was sagt der? Was sagt der zu dem? Der sagt zu dem, inna abi wa abak finnar. Mein Vater und dein Vater sind in der Hölle. Möge Allah meinen Vater auf dem geraden Weg führen. Amen. Und von den anderen Brüdern, Schwestern. Amen. Brüder und Schwestern, der Koran ist das größte Zeichen vom Islam. Alle Wunder, mit denen die Propheten gekommen sind, waren Wunder, die nur die Menschen in ihrer Zeit wahrnehmen konnten. Zum Beispiel, es ist heute nicht mehr für uns wahrnehmbar, unmittelbar wahrnehmbar, dass Isa a.s. Kranke geheilt hat. Hat der Prophet Mohammed auch getan, ist aber auch nicht mehr wahrnehmbar. Es ist für uns nicht mehr unmittelbar wahrnehmbar, dass Musa a.s. das Meer gespalten hat. Ist nicht mehr wahrnehmbar. Der Mond wurde von Mohammed gespalten, er hat also auch diese Wunder. Das ist aber nicht mehr unmittelbar wahrnehmbar. Man hat zwar Bilder, wo es einen Riss gibt am Mond, aber okay. Da könnte man noch sagen, vielleicht ist das ein Krater oder irgendetwas. Das ist nicht unmittelbar wahrnehmbar. Und der Prophet a.s. sagt, dass er nur ein Wunder hat. Obwohl er eigentlich andere Wunder hat, wie ich schon gesagt habe. Er hat auch Leuten geholfen, hat Dua gemacht, es kam Regen herab. Das wurde von Hunderten, Tausenden Menschen bezeugt. Ja, da gibt es keinen Zweifel drüber. Aber er sagt, dass er nur ein Zeichen hat. Warum? Weil er damit sagen will, dass alle anderen Zeichen dagegen gar nicht sind. Was sagt er? Ma min al-anbiya'i nabi illa utiya lahu min al-ayat ma amana alayhi nas. Jeder Prophet ist mit einem Zeichen gekommen, durch das die Menschen an ihn geglaubt haben. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilay. Und das, was mir gegeben worden ist, ist ein Wahi, das heißt der Koran, eine Offenbarung, die Allah mir gegeben hat. Und was? Fa'arju, und deswegen, fa'arju anakuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah. So hoffe ich, dass ich derjenige bin, der am jüngsten Tag die meisten Folge hat. Und er wird die meisten Folge haben. Warum sagt er das? Weil der Koran ist ein Wunder für alle Zeiten. Zur damaligen Zeit war das Zeitalter, in der Zeit von Moses, der Zeitalter der Zauberer. Und Moses kam mit genau einem Zeichen, was diese Zeichen kaputt gemacht hat. Welches Zeichen war das gewesen? Das war das, dass er Dinge gebracht hat, die über der Zauberei standen. Sie haben beispielsweise Stöcke geworfen und die haben dann die Augen der Menschen verzaubert, dass es so aussah, als wenn die Stöcke zu Schlangen geworden sind. Dann hat Musa den Stock geworfen und er ist wirklich zu einer Schlange geworden. Daraufhin haben die Zauberer an Moses Gott geglaubt, weil sie wussten, dass das nicht sein kann. Sie kannten ihren eigenen Zauber, dass sie Scharlatane sind, und sie wussten, das kann nur von einer höheren Macht kommen. Daraufhin haben sie den Glauben angenommen. Zur Zeit von Jesus war die Zeit der Heilung, Medizin und so weiter. Da kam Jesus mit einem Zeichen, dass er Leute geheilt hat, was diese Heilungen und Medizin übertroffen hat.
Zur Zeit des Propheten Mohammed war das Zeit der Poesie unter den Arabern. Und der Koran kam mit einer Wortwahl, die die anderen Wortwahlen der Menschen vernichtet hat, übertroffen hat. Das ist vielleicht für uns nicht so spürbar, weil wir die arabische Sprache nicht so kennen wie damals die Leute. Weil wir die arabische Poesie nicht so kannten wie die damaligen Leute. Aber die damaligen Leute haben dadurch daran geglaubt, weil sie wussten, das kann kein Wort von einem Menschen sein. Außer die, die stur gewesen sind. Und deswegen hat der Koran die Menschen herausgefordert. Er sagt, ja, aber وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّنْ نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. Das heißt, wenn ihr im Zweifel seid über das, warte mal kurz, es ist in Sure 2, Vers 23, ja, wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir uns auf unseren Diener herabgesandt haben, dann kommt mit einer Sure, die genauso ist. Wat ushuadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin. Und ruft eure Zeugen an, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Wa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Ja, nochmal. Ja. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surati min mithlihi wad ushuadaakum min dunillahi. In kuntum sadiqin, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, uiddat lil kafirin. Ja? Das heißt, und wenn ihr im Zweifel über das seid, was wir unserem Diener offenbart haben, der Koran, dann bringt doch eine Sura gleicher Art herbei und ruft eure Zeugen außer Allah an, wenn ihr wahrhaftig seid. Doch wenn ihr es nicht tut und ihr werdet es nicht tun, dann fürchtet ein Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Ungläubigen bereitet. So. Heute, wir können vielleicht das nicht so spüren von der Sprache, wie die Araber zur damaligen Zeit. Aber was wir sagen können ist, hätten sie es geschafft damals, dann gäbe es heute keinen Koran. Es ist doch so leicht. Dann gäbe es heute keinen Islam. Es ist doch so leicht. Du brauchst nur eine Sure zu bringen. Die kürzeste Sure ist, Inna atainakal kauthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shaniyakul abda. Drei Verse oder vier. Haben wir ein Bismillahirrahmanirrahim gezählt. Ist doch einfach. Haben sie nicht geschafft. Hätten sie es damals geschafft, wir haben den historischen Beweis dafür, hätten sie es damals geschafft, gäbe es heute keinen Islam. Hätten sie alle den Islam verleugnet. Das zeigt, dass dieses Zeichen zur Zeit des Propheten a.s. ganz klar ein Zeichen war, das keiner verleugnen konnte. Heute haben wir die Zeit der modernen Naturwissenschaft. Das ist die Zeit der modernen Naturwissenschaft. Und viele haben die Bibel weggelassen, weil sie gesehen haben, die widerspricht der Wissenschaft. Man braucht sich nur das Buch von Maurice Bocquel anzugucken, wo er das genau erwähnt und sagt nach seinen Studien, und er kann Hebräisch, der kann Englisch, der kann Griechisch, der kann Arabisch, hat er geprobt und sagt, das Verblüffende ist, dass es keine einzige Aussage gibt im Koran, die bewiesenen wissenschaftlichen Tatsachen widerspricht. Bewiesen. Nicht Hypothesen, Annahmen, Theorien, sondern bewiesenen wissenschaftlichen Tatsachen. Gibt es nicht. Im Gegenteil, es wurden Sachen genannt, die unmöglicherweise jemand vor 1400 Jahren wissen wollte, konnte. Zum Beispiel, den Himmel haben wir aufgebaut mit Kraft und wir werden ihn ausdehnen. Musi'un. Wo steht das? Im Koran. Im Koran. Im Juz-Dhariyat. Wir dehnen ihn aus. Was hat man im letzten Jahrhundert festgestellt? Vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren? Mit den modernsten naturwissenschaftlichen Geräten, mit den modernsten Geräten wie Teleskope, Rechnungen, die man zur damaligen Zeit nicht hatte, was hat man festgestellt? Dass sich das Universum ausbreitet. Wie kann man diesen Vers anders verstehen? Wir haben den Himmel aufgebaut mit Kraft und wir werden ihn ausdehnen. Wir werden ihn ausdehnen. Wie kann jemand auf die Idee kommen, zu sagen, der Himmel dehnt sich aus? Wie kann jemand auf diese Idee kommen? Es kann nur von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Es kann nur. In Majmu' Fatawa von Ibn Taymiyyah, wisst ihr, was da drin steht? In der Zeit, wo hier die Menschen umgebracht worden sind, wenn sie gesagt haben, die Erde ist rund,
اتفق العلماء على أن الأرض كروية. Die Ulama sind einstimmig der Meinung, dass die Erde kurawiya ist. Kura, was ist ein Kura im Arabischen? Ein Ball. Das heißt kurawiya, dass diese Art sphärisch ist. Ballähnlich sozusagen. Rund in dem Sinne, weil rund könnte natürlich auch eine Fläche sein. Das heißt nicht nur rund, sondern kurawiya. Das sagt er, warum? Weil im Koran steht, yukawiru layla ala nahar wa yukawiru nahara ala layl. Der Yukawir, das kommt von diesem Wort, Takwir. Der dreht den Tag über Nacht und die Nacht über den Tag. Das kann nur sein, wenn die Erde sphärisch ist. Woher hat der Prophet Mohammed das sallallahu alaihi wa sallam gewusst? Vor 1400 Jahren. Da sagen die, das hat er von den Griechen gewusst. Und sagen wir, warum hat er nicht von den Griechen Fehler übernommen, wenn er doch von denen abgeschrieben hat? Wo die Araber gar keine Ahnung von den Griechen hatten. Warum hat er keine Fehler von denen abgeschrieben? Subhanallah. Dann weiter. Allah sagt in Surat al-Hadid, وَعَنْزَلْنَا al-Hadid. Wir haben das Eisen herabgesandt. Wer konnte es damals wissen? Dass das Eisen nicht aus dieser Erde kommt, sondern aus dem äußeren Universum in dieses Sonnensystem hineingeschleudert wurde. Das hat man jetzt reingefunden. Man fragt sich, was heißt Enzelna al-Hadid? Heißt das jetzt erschaffen oder wie oder was? Weil eigentlich Enzel heißt herabgesandt. Es ist herabgesandt. Man könnte denken, ja okay, durch seine Kudra, durch seine Macht hat er das gemacht, das Eisen... Aber wortwörtlich sagen wir, das kommt nicht von der Erde. Und das ist das, was die Wissenschaft heutzutage sagt. Im Koran sagt Allah, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq al-insana min alaq. Der den Menschen aus einem Alaq erschaffen hat. Was ist ein Alaq? Alaqa yu'aliku ist etwas, was man festmacht. Ja? Und im Embryonalstadium ist der Embryo an der Gebärmutter festgesetzt. Alaq ist auch ähnlich wie ein Blutegel. Und man sieht heutzutage, aber das sind natürlich alles Zeichen, um sich damit auseinanderzusetzen, dass es aussieht ähnlich wie ein Blutegel in einem bestimmten Embryonalstadium. Dann heißt es auch ein Blutklumpen und in einem bestimmten Embryostadium sieht es aus wie ein Blutklumpen. Das sind Zeichen, die uns heute zeigen sollen. Guck mal, wer konnte das damals wissen? Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, wie aus einem Embryo, wie aus einem Blutegel, ist ja kein Blutegel. Natürlich, der Islam gibt dir Hinweise, um die Wahrheit zu finden. Es ist kein Embryonalbuch oder ein Dinosaurierbuch oder irgendwas, sondern der gibt dir Hinweise, die ganz klar und deutlich sind. Zur damaligen Zeit, in diesem Stadium, wie Alaq ist, wie ein Blutklumpen, beziehungsweise wie ein Blutegel, wo er dranhängt, da brauchst du Mikroskope, da braucht man Mikroskope für, um das festzustellen. Das konnte keiner wissen. Das konnte keiner wissen. Heute sagt man, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren. Urknalltheorien, das auseinandergegangen ist. Was sagt der Koran? أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde zusammenhängend waren? Ratk, Mutalasik, die sind zusammengebunden. Fafataqnahuma. Wir haben sie getrennt. So ist der Raum entstanden. Man fragt sich, wie ist dieser Raum entstanden? Danach fragt man, wie ist das Leben entstanden? Dann sagt Allah, waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy. Und haben aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Da frage ich, was wollen wir noch mehr? Brüder, was wollen wir noch mehr außer diese Zeichen? Schwestern, Brüder und Schwestern, welche Zeichen wollen wir noch mehr? Das ist ganz klar und eindeutig. Der Koran, der Islam fordert die Menschen in jedem Zeitalter heraus und zeigt ganz klar, dass das die Wahrheit ist. Und das zeigt ganz klar, dass Paradies und Hölle die Wahrheit sind, denn der Koran sagt nur die Wahrheit. Und wenn wir das wissen, dass der die Wahrheit sagt, Brüder, dann müssen wir uns bemühen, die Religion erstens richtig zu praktizieren, richtig zu lernen, und daraufhin diese Religion zu verbreiten.